Hallo allerseits und willkommen bei einer neuen Folge von Clanvolk. Schön, dass ihr mit dabei seid und mir Gesellschaft leisten wollt. Also, legen wir los. Zwölf, 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 27 und 21, okay. Sieht's da aus? Naja. Wahrscheinlich werden wir als erstes bei den McClouds dann irgendwo den Ruf voll haben. Aber es gibt auf jeden Fall wieder schön Geld. Das sind mal so um die 150, 60, 170 vielleicht. Mein Geld bekommen. Plus nochmal im Schnitt so 15 bis 20 Ruf. So kann das weitergehen bis zum Mitte Herbst, sage ich mal. Haben wir jetzt ein Ei schon hier oder ein befruchtetes Ei vielmehr? Noch sieht man da nichts. Pflege, ja, ist okay. Das Huhn fühlt sich wohl. Ja, mal gucken, ob wir Eier haben. Eins, okay. Dann ist das tatsächlich jetzt ein frisches Ei wahrscheinlich, was jetzt gerade gelegt worden ist. Das heißt, es ist noch nicht befruchtet. Also es kann sein, dass es dann doch tatsächlich ein erwachsener Hahn sein muss. Aber ich meine, wie gesagt, dass ich bei meinem letzten Spiel auch befruchtete Eier hatte, obwohl ich nur noch einen jugendlichen Hahn da hatte. Aber vielleicht war das auch ein Fehler und das wurde auch jetzt mit dem letzten Patch geändert. Das kann ich nicht sagen. Kann gut sein. Haferkorn nehmen wir da nicht rein und Flachs auch nicht. Heu kann da gerne jede Menge rein. Ja, ich glaube allerdings, dass das auch alle Tiere fressen, genau wie das hier das Heu halt. Also es ist jetzt nicht, dass das jetzt nur für die Hühner ist. So, da bauen wir jetzt neue. Weil das ist ja der Sinn des Ganzen gewesen. Da kommt halt dann auch wirklich nur Heu rein. Ja, sehr gut. Oh, was gibt's denn Schönes? Zwei Händler, mal gucken. Nehmen wir gerne, nehmen wir auch. Ja. Kann man alles nicht genug haben. Irgendwas verkaufen. Ach, wie sieht der eigentlich mit den Katzen aus? Erwachsen? Jugendlich? Jugendlich? Jugendlich, okay, ist noch ein bisschen Zeit. Dann kannst du gehen. Eben gucken nicht, dass die schon Kamin jetzt wieder fertig haben irgendwo. Aber ist okay. Noch nicht, da sind sie aber hier wahrscheinlich gerade dran. Das ist okay. Hier machen wir erstmal wieder aus. Und was hast du Schönes? Oh ja, nehmen wir mit. Das nehmen wir doch gerne mit und tschüss. So, Heu und Flachs, wie sieht's aus im Inventar? Heu haben wir genug. Flachshalme sind alle verarbeitet, also da ist nichts mehr. Das ist super. Von denen haben wir noch jede Menge. Davon, ja gut, können wir nochmal nachproduzieren für eventuell doch nochmal was, wenn ich was baue. Ansonsten ist das okay. Ja, dann können die sich jetzt eigentlich
Ist auf die Wolle, die ich eben noch verarbeiten kann. Eigentlich dann tatsächlich um die Wege jetzt hier kümmern, dass das funktioniert. Wenn die das dann fertig haben, gehe ich hier unten nochmal hin. Hier drumherum so ein bisschen, da können die aber hier die Steine schon mal wegnehmen. Die stören dann da nur. Genau wie die hier stören. So. Da war sogar einer noch dazwischen. Da könnten wir wahrscheinlich noch ein Bäumchen hinbauen dann. Ein Bäumchen. Einen Bärenstrauch hinsetzen. Sehen wir dann. Nehmen wir auf jeden Fall hier erstmal alle weg. Hier hatten wir die ja schon entfernt, größtenteils. Dann nehmen wir die da auch noch weg. Weil ich brauche ja sowieso Steine dann, um die Wege da runter zu legen. Da können die das jetzt ruhig mal eben machen. Danach können sie eigentlich hier noch die Bärensträucher eben abernten. Weil, warum nicht? Die Regenwahrscheinlichkeit ist noch relativ gering gerade. Die ist zwar da, aber wahrscheinlich nicht so gefährlich gerade, dass man das dann noch mitnehmen kann. Da sind ja auch nochmal Sträucher, die können wir auch noch mit abernten. Nehmen wir jetzt alles noch mit, ist alles jetzt noch Nahrung, wird nicht mehr schlecht, also holt's euch. Das Gras hier werde ich zwar jetzt auch gleich noch ernten, obwohl wir haben jetzt den 10. Tag schon im Sommer. Ich glaube, ich hole das tatsächlich jetzt. Müsste sich dann auch bemerkbar machen, dass wir jetzt dann die Sicheln schon haben, weil ich glaube, die nehmen auch immer das beste Werkzeug, was wir kriegen können. Jetzt nicht jetzt die alten Werkzeuge, diese aus Holz und Stein. Setzen wir auf jeden Fall jetzt mal hoch. Dann gucken wir doch mal, wie schnell die das die Fläche jetzt hier abgeerntet kriegen. Ob dann selber nochmal was wächst, weil Dünger dürfte noch ein bisschen auf zumindest da sein, nicht mehr viel. Was dünge ich dann auf jeden Fall direkt nochmal nach. Je nachdem, wie schnell die jetzt hier sind. Was haben wir denn an Dünger? Hm, 1500, okay. Alles wird das wahrscheinlich sowieso wieder nicht reichen. Auf jeden Fall gibt es gleich erstmal wieder Rattenalarm. Davon können wir schon mal ausgehen. Und da haben wir auch schon zwei. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Gerade habe ich es noch gesagt, die Regenwahrscheinlichkeit ist relativ gering. Dann ist ja gut, dass wir da noch nicht angefangen haben. Dann sperren wir das mal eben. Dass sie das jetzt gar nicht jetzt anfangen sollen. Wenn sie hier irgendwo hingehen, ja gut, das ist jetzt nicht so weit weg. Das sollte man vielleicht dann noch hinkriegen. Haben sie auch schon geerntet, logischerweise. Dann sammelt das mal ein und bringt es nach Hause. So, das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, sofern ihr das noch nicht getan haben solltet, und aktiviert die Glocke, wenn ihr über neue Videos von mir informiert werden wollt. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar unter das Video, wenn ihr mögt, und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video angesehen habt. Bis bald, euer Vorian. Ciao, ciao.